am Spielplatz für ein bisschen hin und her, für einen ordentlichen Drehwurm. Wie schön das wär. Doch Johann hält die Schaukel gnadenlos belegt. Wer ihn ablösen will, wird wütend angeblökt. Ich schaue auf zum Himmel, denn da gibt's ebenfalls Geschrei. In straffer Formation ziehen Kraniche vorbei. Und als wäre das ein Zeichen, wirft der Kastanienbaum am Platz seine stacheligen Früchte auf die Besucher ab. Die Lage an der Schaukel bleibt unverändert schlecht, denn der Egoisten Jakob krallt sich verbissen fest. Schluss mit der Blockade, schreien die Wartenden empört, und dann schmeißen sie Kastanien auf den Schaukelfürst. Doch ich frage mich, ist Jakob vielleicht einfach nur frustriert, weil er genau wie ich mit voller Wucht kapiert, was die Kraniche so pfeifen, was der Kastanienbaum uns sagt.